Der Ex-Profi aus Ried, Anel Hadžić, macht bis Ende September den Interimstrainer auf der Linie beim FC Wels. Ein passender Nachfolger soll aber in den nächsten 14 Tagen gefunden werden. Wir sind auf der Suche. Wir haben zwei Kandidaten und das werden wir selektieren, dass wir den richtigen Mann finden für den FC Wels. Was ist denn der richtige Mann für den FC Wels, nachdem wir ja den letzten Trainern noch kurze Zeit nicht mehr so zufrieden waren? Trainer, der die deutsche Sprache spricht, der mit der Jugend arbeiten kann und der sich der Allgemeinen anschließt. Trainersuche hinher, heute zählt's gegen die Grün-Weißen aus Micheldorf. Und da geht's Schlag auf Schlag. In der Minute 23 die erste Chance für die Heimmannschaft, aber abgewehrt zum Eckball. Robin Meyer-Felten kommt zum Ball und köpft zum 1:0 ein. Die einzig nennenswerte Chance im Spiel finden die Gäste in Minute 28 vor. Robin Frühwirth vergibt aber kläglich. Eine Minute später Retourgang, Flanke von Grün-Weiß zur Mitte. Kapitän Daniel Seyer bekommt den Ball und drückt ihn über die Linie 2:0. Der FC Wels viel zu passiv, das schmeckt Interimscoach Hadžić gar nicht. Die Welser ohne Zugriff lassen die Gastgeber laufen. Robin Meyer-Felten allein auf weiter Flur. 3:0 für Micheldorf. Das auch der Zwischenstand. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer pfeift zur Pause. Nach einer regenbedingten verlängerten Halbzeitunterbrechung geht's in den zweiten Durchgang. Erneut starten die Grün-Weißen durch. Wels verliert den Ball. Micheldorf kontert über David Klausriegler. Der bleibt cool und luft den Ball über den Keeper. 4:0. Knapp 59 Minuten gespielt. Micheldorf lässt nicht locker. Stangelpass auf, na klar, Robin Meyer-Felten. Der macht sein drittes Tor im Spiel und das 5:0. Der FC Wels mit Auflösungserscheinungen. Micheldorf wieder über den Flügel. Flanke auf den eingewechselten Antonio Dukic. 6:0 für die Gastgeber. Wels verliert so gut wie jeden Ball. Micheldorf nutzt das frech und kontert. 3-1. Der Querpass wie auf der Playstation. Und den legt sich Antonio Dukic in aller Ruhe zurecht zum 7:0. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Keiner fühlt sich zuständig zu verteidigen. Dann eben der Chip zur Mitte. Wechselspieler Jakob Obernberger bedankt sich per Kopf. Endstand 8:0 für fleißig aufspielende Micheldorfer. Der FC Wels geht im Regen komplett unter. Das Wasser steht bis zum Hals. Natürlich ist eine Verunsicherung da. Man weiß nicht, wie es jetzt was weitergeht, aber jetzt bin ich da. Wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen und ich versuche auch der Mannschaft meine Erfahrung zu geben. Aber so, was da heute passiert ist, ist nicht tragbar und es wird natürlich ein paar Veränderungen geben in der nächsten Woche. Wir müssen uns grundsätzlich vor keinem verstecken und das Spiel heute, glaube ich, ist auch in der Höhe verdient. Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute die klar dominierende Mannschaft und ich denke schon, dass das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung geht.